Dieses Video enthält Spoiler. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Genus Solo. Wir spielen Medeira im Abenteuermodus des zweiten Aktes. Wir befinden uns mitten in der zweiten Begegnung und unsere Aufgabe ist denkbar einfach. Wir sollen einfach alle Gegner beseitigen. Ob das tatsächlich so einfach wird, wir werden es sehen und da wünsche ich viel Spaß dabei. Willkommen zurück, liebe Freunde von war So sieht es bei uns aus. Wir haben noch zwei Cave -Sickles. Die sind dort oben auf einer Anhöhe. Die werden wir jetzt etwas herunterlocken. Und wir haben noch den Javadan hinten bei diesem Teich. Die will ich aber jetzt noch nicht zu nahe kommen, damit er sich nicht in den Kampf einmischt. Ich will erstmal versuchen, die Cave Stickle zu besiegen. Problem ist, die Initiativleiste, die haben wir das letzte Mal schon wieder neu verteilt. Und erneut fangen unsere Abenteurer an. Und das ist nicht günstig. Denn ich komme an diese Cave Secrets nicht ran. Ich könnte mit Nightingale und ihrer Flugfähigkeit über Remy natürlich dort hochfliegen und ein wenig für Unordnung sorgen. Die Frage ist, ob ich mich da in ein erhöhtes Risiko begebe. Hm, wer weiß. Aber als erstes ist Sieg an der Reihe über die verlinkte Abenteuerkarte von Rook. Mal sehen, was ich mit ihm mache. Und zu Beginn des Zuges, wir bekommen über Rook wieder einen Stamina Point. Refresh, jetzt können wir überspringen, denn wir sind erneut auf dem Maximum und das wird sich jetzt wahrscheinlich nicht ändern, denn ich habe tatsächlich vor, auf die Cave-Sicke zu warten. Dennoch, ich werde eine Bewegung durchführen. Ich kriege ja die Stamina Points eh dann wieder und da werde ich mich ein klein wenig schützen. Und da werde ich Sieg wie folgt bewegen und zwar 1, 2, 3, 4, weil ich mich hier von einem Terrain wegbewege, was etwas hindert, ist aber vollkommen egal, das reicht mir an dieser Stelle. Hier bin ich ein klein wenig geschützt auch von den Fernkampfangriffen. Des Weiteren ist Nightingale noch vorher dran und die werde ich ein klein wenig näher rücken und da die Cave-Sigel immer auf das nächste Ziel gehen, werden sie Nightingale favorisieren und sie hat aber die besseren Dodge-Möglichkeiten aufgrund ihrer Ausrüstung und deswegen werde ich das Ganze so machen. Mehr will ich nicht machen, denn ich will, dass diese Cave-Sigel von ihrem Berg runterkommen. Dadurch werde ich meinen Zug jetzt beenden und als nächstes ist Remy dran als verlinkter Abenteurer zu Nightingale. Auch für sie gibt es über Remy einen Stamina Point und über die Refresh Phase nochmal bis zu 3, aber auch hier das Maximum auf 5. Und genauso wie bei Sieg werde ich das mit ihr machen, auch sie ein klein wenig in Deckung ziehen und dafür benötige ich einen Stamina Point für eine Bewegung. Und da bewege ich mich. Eins, zwei, drei, auch hier in dieses hinderliche Terrain, um ein klein wenig Deckung vor dem Fernangriff zu bekommen. Und auch hier werde ich meinen Zug beenden und nun die Gegner kommen lassen in Form der Cave Stickers. Nehmen wir die Verhaltensweise. Wir kennen sie nun langsam auswendig. Am Anfang wieder hinsichtlich des Nahkampfes. Da ist niemand. Auch auf vier Felder Reichweite ist niemand. Sie werden also beide die untere Verhaltensweise. Durchführen sich bewegen bis auf vier Felder Reichweite, und das Ziel ist dabei der nächste hinsichtlich der Bewegung. Und das ist auf alle Fälle unsere Nightingale. Sie ist ein Feld näher dran als Sieg damit die Cape Stickets auf vier Felder Distanz kommen. 1, zwei, drei, vier muss ich dieser hierher begeben. Das ist der Violette als nächstes. So, eins. 2, 3, 4. Weiter bewegt er sich nicht und führt jetzt einen Fernkampf mit einer Reichweite von 4 gegen Tickle durch. Theoretisch wären es zwei weiße Angriffswürfe, doch jetzt kommt der Hive mein zum Tragen. Wir haben einen weiteren Cave Tickle in seinem Einflussbereich von 4. Ist auch vollkommen egal, ob das erhöhte Terrain ist, dieses 4 of Influence wird nur durch Obstacle, also das mit diesen roten Grenzen blockiert. Alles andere geht weiterhin durch. So ist dieser im Bereich und für den Angriff gibt es nun einen weißen und einen orangefarbenen Würfel. Ich möchte versuchen, in diesem Angriff auszuweichen. Habe wieder mein Chor, welchen ich erschöpfe dafür. Und versuche meine Verteidigung etwas höher zu bringen mit zwei weiteren Schildern, Somit drei auf zwölf. Das ist schon mal sehr cool. Eine zwölf ist doch schon mal eine super Sache. Zumal der Käfstriegel eine 13 mindestens benötigt, um zu treffen. Weil eins für seinem Würfelwurf noch abgezogen wird. Weil ich mich mit Nightingale in einem hinderlichen Terrain in Deckung befinde. Ja, schauen wir mal, was wir haben. Nein, neun hat auf alle Fälle verfehlt und nichts getroffen. damit endet hier sein zug ist der nächste cavesignal an der reihe auch dieser wird dieselbe verhaltensweise durchführen auch hier nightingale als ziel ist nun mal das nächste. Würde er sich bis hierhin bewegen durch diesen Violetten durch, wären es nur drei Felder Reichweite. Hier oben bleibt es bei vier. Deswegen wird er sich so bewegen. Eins, zwei, drei, vier. Seine Kumpels werden ihn nicht behindern. Aufgrund seines Bewegungsbonus muss er sich nämlich darum nicht sorgen. Ist aber auch vollkommen egal. Hier an dieser Stelle Hive Mind funktioniert auf alle Fälle hier auch. Das heißt, der gleiche Würfelpool wird verwendet gegen Nightingale. Doch ich werde erneut versuchen, diesem Angriff auszuweichen. Ich habe ja noch mein okkultes Shirt. Mal sehen, ob das Ganze was wird. Ach, nein, ein Fehlschlag. Somit kein weiterer Verteidigungsbonus wäre auch zu schön gewesen, wenn mal ein schwarzer Würfel keinen Totenschädel bringt. Okay, mal sehen. Wir haben einen Wert von 10, den es zu knacken gilt. Oh, er hat eine 11. Das ist natürlich nicht ganz günstig. Das bedeutet, er hat auf alle Fälle getroffen. Es wird wieder ein Wert abgezogen, somit genau die 10 erwischt, die Nightingale als Defensive hat. Aber es war halt ein Treffer und deswegen kommen jetzt die Symbole zum Tragen auf dem Würfel zum Glück. Profitiert er nur von Schilden und pro Schild noch ein weiterer physischer Schaden? Und wir haben hier nur ein Schild, somit ein extra Schaden auf Nightingale. Da kann sie auch nichts gegen machen. Ist aber die erste Wunde, die sie erhält. Das war es dann auch mit der Aktivierung der Cave Sickles. Mehr ist noch nicht zu machen. Follow-up-Ability haben sie auch nicht. Ja, dann ist Sick als nächstes an der Reihe und jetzt kann er endlich mal angreifen. Beginn des Zuges, Status Phase, wir bekommen unseren Stamina Point zurück, mehr müssen wir nicht bereit machen. Und als erstes werde ich mich bewegen, ich will ran an diese Käfsegel, damit ich sie im Nahkampf mit meinen Schwertern angreifen kann. Dabei werde ich ein Schwert erschöpfen, damit ich mich einfällt diagonal bewegen kann. Kostet zwei Bewegungspunkte, weil ich mich hier aus diesem Terrain begebe. Und dann dritter, vierter, fünfter. Sechster Bewegungspunkt an diese Stelle und ich möchte den Violetten Stickle angreifen. Der Angriff kostet zwei Stamina Points und ich werde meine beiden Schwerter dafür benutzen, um jetzt den Violetten Stickle anzugreifen. Das sind Nahkampfwaffen und der Stickle steht ja angrenzend zu mir. Wir haben mit Sieg bisher noch nicht einmal aktiv angegriffen. Jetzt ist das das erste Mal und deswegen schauen wir uns kurz nochmal seine beiden Waffen an. Beide Schwerter, auch wenn sie vom Artwork etwas differenziert sind, haben die gleichen Werte. Ich drehe sie mal ganz kurz um, damit wir es besser lesen können. Beide bringen uns erstmal jeweils einen violetten Würfel. Jede kann in einer Hand getragen werden und gilt als Nahkampfwaffe. Dass wir sie jeweils erschöpfen können, um uns Feld diagonal zu bewegen, das haben wir schon festgestellt. Doch das hier unten, das hatten wir noch nicht gehabt, weil das etwas mit dem Angriff zu tun hat. Hinsichtlich der Schlüsselwörter, beide haben jeweils das Schwert, dann haben wir das Kurzschwert und noch das Schlüsselwort Light. Und dies beeinflusst sich gegenseitig, denn diese Kombofähigkeit ist hier erforderlich, um den unteren Effekt zu erhalten. Wir können nämlich diese waffe erschöpfen, um nochmal einen kampfwürfel neu zu werfen. das ist auf alle fälle mal vorteilhaft, wenn man einen ganz schlechten wurf hat. problem ist nur, das eine schwert ist schon erschöpft, das kann ich nicht noch mal verwenden. dieses geht schon. ich habe auch das schlüsselwort leid zu diesem schwert. somit funktioniert das ganze. aber beide sachen funktionieren auch hinsichtlich der würfelverbesserung. beide verbessern sich von violetten auf weiße würfel. aber funktioniert halt nur, weil wir halt zwei Leichte Gegenstände in den Händen haben. Zwei weiße Würfel ist jetzt natürlich nicht der allzu große Bringer und ich will die Käfesicle schon wegmachen. Dazu muss ich den Angriff auf alle Fälle verstärken, in der Hoffnung, ja, nicht wieder einen Totenkopf zu werfen. Ich habe jetzt aber nicht so eine schöne Kette wie Nightingale mit der passiven Fähigkeit, dass ein Angriff empowered ist. Ich muss tatsächlich einen Stamina point für aufwenden, aber steck mal. Es ist es wert und mal sehen, was wir treffen. Oh, das sieht sehr gut aus. Wir haben erstmal eine zwölf und jede Menge Symbole. Und ich glaube, ihr kennt das Ergebnis. Wir haben zwölf gegen eine Verteidigung von acht. Sind wir schon vier drüber? Brauchen wir nur noch zwei Schaden, um diesen direkt zu bezwingen. Und ich habe jede Menge Schilde und Sterne. Und das zwei Schilde bringen wir alleine schon zwei physischen Schaden extra, welche ausreichen, um diesen violetten Cave zu bezwingen. Einen Stamina Point habe ich noch mit Sieg, damit kann ich nicht wirklich allzu viel anfangen und deswegen werde ich meine Maßstabfähigkeit benutzen, der Plateworks, welche sagt, ich kann diese Fähigkeit erschöpfen, wenn ich zwei Einhandwaffen trage und das äh, tue ich, dann kann ich nämlich nochmal einen Nahkampfangriff durchführen. Was ich aber nicht machen werde, ist das Ganze verstehen. Ich habe nur eins da mit den hebe ich mir mal lieber auf, falls ich doch ausweichen muss. Deswegen müssen erst die beiden weißen Würfel richten. Und sie richten es leider nicht, denn eine 7 ist auf alle Fälle zu wenig, komme ich nicht an der 8 vorbei. Das war ein Fehlschlag. Ich hätte jetzt noch meine Messer, auch die könnte ich werfen, die sind sehr, sehr effektiv. Ich will die mir aber für den Javadan aufheben, denn die Messer kosten auch richtig Geld und sie sind einmal weg, wenn man sie geworfen hat. Deswegen spare ich mir die und werfe. Die jetzt mal nicht gegen diese kleinen Kreaturen. Und das war's mit Sieg. Ist als nächstes der besagte Javadan an der Reihe. Was wird er machen? Er sucht sich wieder ein Ziel angrenzend, da ist niemand. Auch ein Ziel in seiner Nahkampfreichweite von 2 ist nicht vorhanden. Schauen wir wieder, ob er sich näher ran bewegen kann mit einer Bewegung von 6 und möchte dann in einer Reichweite von 2 sein. Wir sind immer noch sehr, sehr weit weg. Ich hatte euch vorhin das Beispiel kurz gezeigt, wie er sich bewegt. Dabei habe ich aber einen Aspekt außer Acht gelassen. Denn ihr müsst auch schauen, ob gegebenenfalls der Gegner, wenn er näher rankommen kann, über einen Sprung vielleicht Bewegungspunkte spart, um trotzdem an uns heranzukommen. Gerade auch übers Wasser. Das heißt, die Gegner springen jetzt nicht unbedingt nur zwingend über Abgründe, sondern auch anderes Terrain, was sie an der Bewegung hindert, könnte übersprungen werden, wenn sie dadurch in Reichweite kämen. Führen wir diesmal exemplarisch durch. Der Chevardan befindet sich übrigens auch auf hinderlichem Terrain. Das heißt, seine Startbewegung kostet schon zwei Bewegungspunkte. Wenn er sich springen, Fortbewegen würden. Das müsste jeweils ein Erfolg sein. Dann wären das also jetzt zwei drei, vier Bewegungspunkte, denn diese beiden Wasserfelder würde er überspringen und dann fünf, sechs, kommt er auf alle Fälle immer noch nicht in Reichweite, egal wie ich das hier über das Wasser springen würde, er kommt auf alle Fälle nicht auf zwei heran. Dennoch, ihr müsst das immer wieder checken, auch ob er gegebenenfalls springen könnte, um das zu erreichen. Wäre es dann ein Fehlschlag, weil er wird tatsächlich dann versuchen zu laufen, dann wird er sich wenigstens ein klein wenig bewegen und dann quasi bei einem Fehlschlag dann an der Stelle stehen bleiben und seine Bewegung beenden. Das ist ein Aspekt, den man gern in diesem Spiel vergisst, dass halt diese Gegner auch von diesem Terrain beeinflusst werden. Daran erinnert man sich meist noch, aber dass sie drüber springen können, das vergisst man sehr oft. Da muss man sich halt wirklich irgendwie daran erinnern, dass sowas möglich ist. Noch wie dem auch sei, der Jevadan hat keine Möglichkeiten zu agieren, das heißt, er bleibt an Ort und Stelle. Und somit haben wir nur noch einen Charakter in der Initiativleiste und dies ist Nightingale. Beginn des Zuges. Wir bekommen über Remy wieder einen Stamina Point. Refresh Phase. Wir sind schon auf dem Maximum, aber dürfen diesmal. Unsere Gegenstände wieder bereit machen. Und ich denke mal, Nightingale muss es wieder richten und ich werde einen Stamina Point für eine Bewegung verwenden, um mich zu diesem Cave Sigil zu bewegen. Zwei Bewegungspunkte aus dem Terrain hinaus: dritter, vierter, fünfter an dieser Stelle, angrenzend zum gelbenen Cave Sigil oder orangefarbenen. Und diesen werde ich jetzt angreifen. Der Angriff kostet zwei Ausdauerpunkte, könnte ich sogar danach nochmal angreifen, falls das nicht klappen sollte, mein Zauber habe ich ja auch noch. Aber okay, wir haben einen Violetten, wir haben einen Orangefarbenen, über den Talisman werde ich das Ganze verstärken. Und dann schauen wir mal, was wir haben. Uh, das sieht nicht gut aus. Neun und vier Schilder. Noch zum Schluss wird abgerechnet. Ich habe übrigens vergessen bei Sieg, er hätte ja sogar noch einen Kampfwürfel neu werfen können aufgrund seines Schwertes. Ah, das habe ich vergessen. Hätte ich ihm vielleicht doch noch ein klein wenig Schaden zufügen können. Ihr seht, man muss auf ganz viel achten. Deswegen es ist es schon allein mit zwei Helden eine Herausforderung, das Ganze zu managen. Aber okay, wir haben 9 gegen die 8, das heißt ein drüber, das heißt ein Schaden haben wir schon mal. Da kann er nichts dagegen machen. Dann haben wir. Fünf Schilde. Pro zwei Schild gibt es zwei Schaden. Das sind also vier Schaden. Dazu sind wir bei fünf, fehlt noch einer. Aber zum Glück, wir haben zwei Bücher. Und über den Talisman bekommen wir bei zwei Büchern noch einen magischen Schaden dazu. Das sind also genau die sechs Schaden, die wir brauchen, um den letzten cave zu bezwingen. Damit haben wir den letzten Cave Siegel bezwungen. Das heißt, Initiativkarte kann weg, die Verhaltenskarte kann raus. Über den Swarm Tag jetzt endlich dürfen wir uns eine Loot Karte geben, weil wir es endlich geschafft haben, die komplette Gruppe auszuschalten. Und wir bekommen wahnsinn 5 Gold, wenn das Ganze halbiert wird. Leider ist das Ganze nur 3 wert. Damit sind wir durch, auch mit der Runde. Urgency-Token müssen wir uns nicht geben. Wir haben Gegner besiegt, es wurden auch welche aktiviert. Die verbliebenen Initiativkarten werden jetzt gemischt und es gibt eine neue Reihenfolge. Das ist eigentlich vollkommen egal. Der Javadan wird wahrscheinlich nichts machen, wenn wir nicht vorher aktiv werden. Aber sehen. Es geht los mit Remy Nightingale. Dann der Javadan, danach Sieg, dann Nightingale und Sieg nochmal dann über Rook. Bedeutet für mich nun ohne große Umwege Richtung Teich zu wandern, damit ich diesen Javadan noch besiegen kann. Nightingale fängt an. Wir beginnen also die Runde und den Zug mit Nightingale. Wir bekommen über Remy einen Stamina Point zurück und dann frischen wir nochmal zwei weitere auf das Maximum auf. Jetzt muss ich an den Javadan ran und da er im Wasser ist, komme ich da so schwer voran. Und deswegen, warum auch nicht, fliegen wir doch einfach hin. Bezahle ich zwei Stamina Points und kann meine Bewegung fliegend zurücklegen. Fliegen wir also los. Ich muss mich also hinsichtlich des Malus für die Bewegungspunkte im Wasser nicht sorgen. Allerdings muss ich mich sorgen, wenn ich im Wasser kämpfe und werde angegriffen, kann ich dort nicht ausweichen. Und das ist natürlich etwas hinderlich. Hingegen er auch nicht. Problem ist halt, er steht momentan nicht im Wasser und deswegen kann er es noch. Aber ihn jetzt näher rankommen zu lassen, will ich eigentlich auch nicht. Nein, wir machen das direkt. Das heißt, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Bewegungspunkte habe ich. Dann bin ich direkt angrenzen, bin jetzt gelandet und werde diesen Jevadan angreifen. Bezahlen wir unsere zwei Stamina Points für den Angriff und stellen unseren Würfelpool zusammen. Orangefarben für das Schwert, violette für den Talisman und ich werde das Ganze über den passiven Effekt wieder verstärken. Bevor ich jetzt aber meinen Würfelpool werfe, hat der Chevadane die Möglichkeit auszuweichen. Und in diesem Fall ist es sogar so, dass dieser das versucht denn aufgrund der ersten Fähigkeit wird er jetzt versuchen, den ersten Angriff in einem Zug immer auszuweichen. Greife ich mit Nightingale ein zweites Mal an, dann wird er das nicht nochmal machen können, aber im nächsten Zug dann vielleicht, wenn Sieg dran ist oder Nightingale einen neuen Zug hat, immer dann wird er versuchen, den schwarzen Würfel zu werfen. Des Weiteren, wenn das Ganze ein Erfolg wird hinsichtlich des Ausweichens, das heißt, wir treffen danach nicht, dann bekommt er auch noch eine Stärkung in Form eines Courage Buffs. Und die Chancen für ihn stehen dabei nicht schlecht. Er hat einen Verteidigungswert von 10. Plus das, was er jetzt noch erwürfelt. Ich greife in ein hinderliches Terrain. Das heißt, mein Würfelwurf wird noch um 1 reduziert. Ja, aber ich muss es irgendwie probieren. Schauen wir erstmal, was macht er? Okay, vier Schild. Ich glaube, jetzt treffen wir nicht mehr. Das heißt, er hat einen Verteidigungswert von 14 und aufgrund des Terrains müssen wir jetzt eine 15 werfen, um das Ganze zu schaffen. Okay. Uh, okay. <laughs> Mit einer 4 komme ich da nicht wirklich weit. Heißt für uns, der Angriff war ein Fehlschlag. Heißt für ihn, das Ausweichen war ein Erfolg. Somit bekommt er diesen Courage-Buff drauf. Mehr als einen wird er da nicht bekommen, aber er reicht schon aus. Er bekommt einen Stern, ein Schild und auch ein Buchsymbol zu seinem Angriff. Und apropos sein Angriff, er hat noch eine dritte Fähigkeit, welche besagt, er darf einmal je Zug auch wenn er kann einen gegenschlag machen und da wir jetzt nicht getroffen haben und keinen schaden gemacht haben wird er dies sogar machen somit wird er uns jetzt vergelten was wir getan haben mit zwei Türkisfarbenen Würfeln. Und da haben wir eine 9. Doch die 9 für uns nicht allzu schlecht, denn wir haben einen Verteidigungswert von 10. Somit der Gegenschlag auch nicht getroffen. Ein Gegenschlag ist ein ganz normaler Angriff. Das heißt, rein theoretisch hätte ich auch ausweichen können. Aber da ich mich im Wasser aufhalte, ist mir das leider verwehrt. Deswegen Glück gehabt, dass die türkisfarbenen Würfel tatsächlich nicht so durchschlagskräftig waren, obwohl sie sonst etwas stärker sind als die anderen. Nightingale hat nur noch einen Stamina Point übrig, kann ich also nicht allzu viel machen, aber ich kann noch meinen Zauber wirken, kostet ja keine Ausdauer, muss den Zauber nur erschöpfen und werde diesen auch noch mit den Talisman verstärken. Das heißt ein Violette Würfel, ein schwarzer Würfel. Es ist 4 auf Influence auf alle Fälle, 4 Felder Reichweite der Zauber, Grundstärke von 6 plus das, was ich jetzt noch. Ja, Würfel, da haben wir auch eine 2 und 2 Buchsymbole. Bedeutet also 6 plus 2 sind 8, plus 2 Buchsymbole über den Würfel 10. Er versucht zu widerstehen mit weißen Würfeln und er hat eine 5, nur sehr gut. Somit der Zauber durchgegangen und richtet auf alle Fälle erstmal 2 Schaden an. Und jetzt habe ich die Option noch mehr Schaden anzurichten. Allerdings muss ich dafür selber Schaden kassieren. Aber ich denke, das mache ich. Nochmal zwei extra magischen Schaden hier drauf. Aufgrund des doppelten, des höchsten Levels dieses Blutzabers. Er jetzt auf vier Wunden von zwölf. Und wir bekommen auch die zwei Schaden von 1 auf 3. Die werde ich aber gleich wegheilen. Ich habe hier noch was im Gepäck. Und da werde ich den Effekt anwenden, dass ich jetzt diese Karte ablege und dafür drei Heilungen erhalte. Und in dem Sinne ist Nightingale wieder bei bester Gesundheit. Damit endet nun Nightingale Zug. Der nächste in der Initiativleiste ist dran. Das ist der Javadan. Den haben wir jetzt sauer gemacht. Er wird sich gehörig revanchieren. Schauen wir auf seine Verhaltensweise. Ist ein Gegner angrenzend zu ihm? Ja, Nightingale steht direkt angrenzend. Das heißt, er wird als erstes direkt einen Nahkampfangriff initiieren. Er benutzt dafür zwei türkisfarbene Würfe. Wir haben einen Verteidigungswert von 10. Den können wir auch nicht weiter modifizieren. Wir sind im Wasser und können leider nicht ausweichen. Mal sehen. Wir haben auch sehr gut eine 9. Er hat erneut nicht getroffen. Bedeutet rein theoretisch könnte ich jetzt, weil das Ganze ein Fehlschlag war, einen Gegenschlag initiieren. Problem ist, dafür benötige ich zwei Stamina Points und die habe ich nicht zur Verfügung. Hätte ich ausweichen können, wäre das Ganze dadurch ein Erfolg geworden, dann hätten sich die Kosten auf 1 Stamina Point für den Gegenschlag reduziert. Aber da mir das Ausweichen nicht möglich war, ist das alles reine Theorie und ich kann keinen Gegenschlag initiieren. Doch die Verhaltensweise des Javadan ist noch nicht fertig, denn es gibt eine Dann-Anweisung, nachdem dieser Angriff durchgeführt worden ist, will er sich nämlich wegbewegen auf eine Reichweite von 2, damit er seine Nahkampfangriffe mit Reach 2 Durchführen kann. Er hält dafür sogar nochmal vier Bewegungspunkte für eine Bewegung, falls dies erforderlich ist. Das hat was damit zu tun, dass man manchmal mehr Bewegungspunkte braucht für irgendwelches Terrain, um irgendwelche Berge zu umlaufen, um halt diese Reichweite zu bekommen. Er wird es fast immer schaffen, dies auch einzuhalten. Jetzt hier in dem Fall reichen ihn auf alle Fälle zwei Bewegungspunkte aus, von diesem Terrain weg hier auf ein Feld Distanz zu kommen, um jetzt in Reach 2 zu sein. Allerdings, als er sich von diesem Feld wegbewegt hat, wird ein Break-Angriff unsererseits ausgelöst. Denn er bewegt sich weg aus unserer Schlagdistanz. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, ihm nochmal in den Rücken zu schlagen. Der Break-Angriff ist dabei ein kostenloser Angriff. Das heißt, wir müssen keine Stamina-Points dafür bezahlen. Bekommen wir on top, ist aber nur einmal je Figur pro Zug möglich. Aber immerhin, wir haben nochmal die Chance, dass wir ihn treffen. Orangefarbene Würfel. Violetta würfe und ich werde auch hier versuchen, das Ganze über den Talisman zu verstärken. Der Javadan wird diesen Break-Angriff aber auch versuchen auszuweichen. Ist wieder ein neuer Zug und jede erste Ausweichmöglichkeit in einem Zug wird er nutzen. Der Kampf wird auf dem Feld durchgeführt, von dem er weggehen möchte oder weggehen wird. Das wird dieses Feld sein, das heißt für uns nicht unbedingt förderlich erneut hinderliches Terrain. Wieder ein Abzug von unserem. Aber erstmal sehen, ob er ausweicht. Wir haben Buchsymbole, das nützt ihm erstmal gar nichts, bleibt es somit bei einem Verteidigungswert von 10. Doch ich brauche eine 11 aufgrund des einen Abzuges und wir haben auf alle Fälle keine 11, nur eine 5, somit auch dieser Break-Angriff leider ein Fehlschlag. Den Courage-Buff, den hat er bereits auf sich drauf, den gibt es jetzt kein zweites Mal. Der Break-Angriff vorbei und unser Freund ist immer noch nicht fertig. Er hat noch eine Verhaltensweise, die er jetzt durchführt. Er wird nämlich jetzt einen Nahkampfangriff durchführen mit einem Reach-2-Effekt, das heißt auf Reichweite 2. Sichtlinie hat er und deswegen ausweichen können wir wieder nicht. Wir sind im Wasser und da haben wir eine 9. Oh, das reicht erneut nicht, dass er uns trifft. Und da er nicht getroffen hat, verliert er auch den Courage Buff. Ich glaube, den hätte ich vorher schon ablegen müssen, als er das erste Mal daneben geschlagen hat. Dann hätte er jetzt ihn jetzt wieder drauf gekriegt und jetzt hat er wieder daneben geschlagen. Verliert er ihn erneut. Damit hat der Javadan nun seine Verhaltensweise abgeschlossen. Okay, wir sind weitestgehend schadlos, außer den Schaden, den wir selber uns zugefügt haben. Und er hat vier Wunden. Kommen wir zum nächsten. Und das ist Sieg. Beginn des Zuges für Sieg über Rook. Einen Stamina Point Refresh Face. Wir bekommen alle drei Stamina Points dazu. Sind wir auf fünf, machen unser Schwert wieder bereit und auch. Unsere Fähigkeit. Ich bin noch weit weg vom Javadan. Ich werde mich auf alle Fälle erstmal bewegen müssen. Ich habe mit Sieg 6 Bewegungspunkte. Das wird mir nicht reichen, um bis zum Javadan zu kommen. Deswegen bezahle ich noch einen weiteren Stamina Point, um zwei Bewegungspunkte dazu zu erhalten. Somit 8. Des Weiteren werde ich beide meiner Schwerter erschöpfen, damit ich mich um zwei Felder auch diagonal bewegen kann. Und jetzt mache ich das Ganze wie folgt. 1, 2, 3, 4. Erstmal hier an diese Stelle. Weitere Bewegung 5, 6, 7, 8. Käme ich nur bis hier hin. Das ist auf alle Fälle zu kurz, um in Schlagdistanz zu kommen. Allerdings könnte ich das Wasser, wenn es mir gelingt, überspringen. Während meiner Bewegung. Dann würde ich nämlich für die anderen Felder jeweils das Terrain ignorieren können. Nur das Startfeld. Da müsste ich die zwei Bewegungspunkte zahlen, dann diese beiden überspringen und dann lande ich auf dem Zielfeld für die Bewegungspunkte, die ich zur Verfügung habe. Zur Not hätte ich sogar noch Nightingale, die mich beim Sprung unterstützen kann und mich auffangen kann, wenn das Ganze ein Fehlschlag wird. Dafür müssen wir einen Agility-Test machen. Wir haben eine 4. Wir dürfen zwei violette Würfel. Wir brauchen eine 10. Oh, auch die 10 haben wir schon basismäßig. Dann braucht es alles andere gar nicht mehr. Wir haben den Sprung also geschafft. Somit zählen wir weiter. Wir hatten vier Bewegungspunkte. 5, 6, 7, 8 an diese Stelle. Und nun bin ich angrenzend zum Javadan und kann diesen angreifen. Versuchen wir es erstmal mit dem herkömmlichen Angriff. Somit zwei Ausdauer-Points, wir bekommen zwei violette Würfel, aufgrund der Kombo-Fähigkeit werden daraus aber zwei weiße Würfel. Und ich möchte den Angriff verstärken. Da ich jetzt hier nichts Besonderes habe in Form einer Kette, um das automatisch zu machen, muss ich einen Stamina Point bezahlen. Habe ich auf alle Fälle bezahlt. Nützt auch nichts, diesen jetzt aufzusparen für eine Ausweichaktion. Ich stehe noch im Wasser und darf eh nicht ausweichen. Doch nicht so beim Javadan. Der kann ausweichen. Er steht nicht im Wasser und hat einmal im Zug diese Möglichkeit. Mal, mal sehen. Er hat einen Verteidigungswert von 10. Plus ein Schild dazu, somit eine 11. Er steht ja, in einem geschützten Terrain, das heißt, ich brauche sogar eine 12, um ihn zu treffen. Hat Verstärkung hatte ich auch gehabt. Und wir haben leider nur eine 10. Heißt für uns nichts getroffen, heißt für ihn, seine zweite Fähigkeit kommt zum Drang. Es war ein erfolgreiches Ausweichen. Er stärkt sich und wird jetzt sogar, er hat die Möglichkeit, dies einmal zu tun. Jetzt einen Gegenschlag machen. Okay. Und oh, da haben wir eine 12. Damit hat er uns auf alle Fälle getroffen. Wir haben einen Defensivwert von 9 über den Kern noch eins höher. Somit 10 ist er schon mal um 2 drüber, welche wir getroffen werden. Legen wir uns das schon mal hin, um zu sehen, wie viele Wunden wir bekommen würden. Wir haben noch ein paar Defensivmöglichkeiten, allerdings bleibt es nicht bei den zwei Wunden, denn jetzt kommen seine Symbole zum Tragen. Als erstes die Anzahl der Schilde. Zwei über den Würfel und über die Courage-Fähigkeit auch noch ein Schild. Somit drei Schilde und jedes Schild bringt nochmal einen physischen Treffer. Somit. Drei dazu sind wir schon bei fünf. Doch das bleibt leider nicht dabei. Machen wir mal als nächstes die Sterne. Wir haben ein Stern über den Würfel, eins über die Fähigkeit. Jeder Stern bringt nochmal zwei physische Treffer, also nochmal vier dazu. Und damit bei neun Treffern. Jetzt haben wir noch das Buchsymbol. Auch dies ist doppelt vertreten. Einmal über den Würfel, einmal über die Fähigkeit. Und wir bekommen. Eine Fähigkeit für den Javadan, welche ihm gestattet, die Rüstung zu durchdringen. Wir haben nur einen Rüstungswert von 1 und der wird auf alle Fälle mit den zwei Buchsymbolen aufgehoben und somit können wir diese Rüstung nicht verwenden. Was aber funktioniert, ist die passive Fähigkeit, denn die zählt nicht direkt zur Rüstung, welche sagt, wir können zwei physische Treffer ignorieren sprich aus 9 mach 7 dennoch 7 Schaden und das war nur ein Gegenschlag das tat ziemlich weh. Das heißt, ich werde ja ein bisschen Heilung auf alle Fälle. Ich habe hier noch so eine Saftbox, die lege ich ab. Kann schon mal drei Wunden wieder wegheilen. Mehr habe ich erstmal nicht. Ich habe zwar noch eine Saftbox im Rucksack. Die kann ich aber daraus nicht verwenden. Ich muss sie ausrüsten, und dafür eine re action nehmen. Aber ich spare mir das erstmal. Ich kann dennoch etwas machen. Ich habe noch meine Fähigkeit. Und zwar Blade Works. Die kann ich erschöpfen um nochmal einen Angriff durchzuführen. Zum Glück kann der Javadan nicht zweimal vergelten. Deswegen werde ich erneut meine Nahkampfwaffen dafür verwenden, um diesen anzugreifen. Des Weiteren kann der Javadan auch nicht mehr ausweichen. Das ist ja nur einmal je Zug erlaubt. Mal sehen. Er hat einen Verteidigungswert von 10. Terran gilt immer noch. Das heißt, ich brauche mindestens eine 11. Und wir haben eine 9. Ach verdammt. Erneut nicht getroffen. Wie erwähnt, Gegenschlag ist nicht möglich, hat er nur einmal je Zug zur Verfügung und das hat er schon aufgebraucht. Mit Sieg bin ich aber immer noch nicht fertig. Ich habe zwar keine Stamina-Points mehr, ich habe auch keine Fähigkeit mehr, die ich verwenden kann, aber ich habe noch jede Menge ausgerüstete Messer und die kann ich dem Gegner entgegenschleudern und das werde ich jetzt machen. Die Wurfmesser sind sehr, sehr cool, denn sie haben die Fähigkeit, dass man sie werfen kann. Und dafür müssen wir einfach einen violetten Würfel werfen. Das gilt auch nicht als Angriff. Das kann nicht mit einer Ausweichaktion oder sonstigen Dingen vermieden werden. Das Einzige, was funktionieren würde, wäre eine physische Rüstung, die er aber nicht hat. Er hat einen Rüstungswert von null. Wenn ich dieses Messer jetzt werfe, muss ich es ablegen. Deswegen ist es leider auch etwas teuer. Es sind also vier Gold, die ich quasi dafür aufwende. Richte ich aber direkt den Schaden an, den ich jetzt hier erwürfle. In dem Fall, wenn es eine 7 wird, sind das direkt 7 Schaden. Und da kann er nichts gegen machen. Und ich habe drei Versuche. Und ich will ihm einfach nicht mehr die Gelegenheit geben, anzugreifen. Selbst wenn wir angreifen, wir haben zwar noch zwei Züge, dann wird er jedes Mal einen Gegenschlag machen, wenn wir nicht treffen. Und das ist einfach. Hinsichtlich unserer Gesundheit nicht so günstig und deswegen werde ich versuchen, das Ganze mit diesen Wurfmessern zu erledigen. Okay, dann werfen wir das erste Messer und wir haben, ach, erbärmlich, nur eine 3. Vier Treffer sind auf ihm schon drauf, drei dazu sind wir auf sieben. Reicht nicht, er hat zwölf Lebenspunkte. Ich werfe die nächsten Messer, werden abgelegt, ein teures Unterfangen. Und wir haben eine 5, oh Gott sei Dank, hat auf alle Fälle jetzt gereicht, denn diese fünf Treffer reichen aus, um die zwölf Lebenspunkte zu knacken. Deswegen kann ich mir das letzte Messer auf alle Fälle noch aufsparen und ich habe diesen Gegner bezwungen. Initiativkarte können wir entfernen, gleiches für die Miniatur und jeder Gegner, kein Swarm Tick, außerdem sei er der einzige gewesen, bringt uns noch Loot und wir bekommen 6 Gold. Ja, liebe Freunde, das Spielfeld ist leer und damit haben wir unsere Siegbedingungen erfüllt, denn wir sollen ja alle Gegner besiegen und da keiner mehr da ist, haben wir das nun geschafft. Lesen wir im Abenteuerbuch weiter, was wir jetzt erhalten. Was bekommen wir Schönes? Als erstes, unsere Lootkarten können wir auswerten. Wir haben eine 6er und eine 5er, sind jeweils 3 Gold wert. Somit kommen jetzt hier 6 Gold noch dazu, sind wir auf 17. Des Weiteren bekommen wir auch noch Punkte für unsere Prüfung. Und zwar für jeden Cave Sticker 2 Punkte, waren 3 Stück, also 6 nochmal dazu. Und wir haben einen Javadan besiegt, nochmal 5 dazu, also in Summe 11. Haben wir dann 39 Punkte, das ändere ich dann noch ab und halte das hier auf meinem Sheet nach. Mehr steht auch nicht in der Begegnung, kommen wir direkt zur Siegbedingung. Wir haben alle Gegner besiegt und wir haben wieder einen geheimen Text. Nehmen wir unseren Decoder und lesen, was wir jetzt bekommen. Abenteurer wiederherstellen. Wir dürfen erneut unsere Abenteuer wiederherstellen. Das ist sehr schön. Hätte ich mir auch die Saftbox mit dem einen oder anderen sparen können, wenn ich gewusst hätte, dass man eh danach heilt. Als erstes die gezogenen Lootkarten, die gehen wieder in unser Deck zurück. Des Weiteren heilen wir uns, wie erwähnt, komplett. Somit auch da keine Sachen mehr drauf. Irgendwelche Effekte gibt es nicht, die wir ablegen müssen. Alle. Verbrauchten Sachen werden wieder bereit gemacht und ich hätte jetzt auch die Möglichkeit für eine Re-Equip-Action. Mit Nightingale habe ich noch einen Platz frei. Ich lasse es trotzdem mal so. Falls ich mal einen Verbrauchsgegenstand bekomme, könnte ich diesen dann gleich ausrüsten, wenn ich einen Platz frei habe. Hingegen bei Sig, der hat noch drei Plätze frei, weil über Rook hat er ja eins mehr. Ich werde auf alle Fälle das Messer nehmen. Da habe ich nämlich wieder zwei angelegt. No, ich denke mal, die Saftbox nehmen wir uns so dort auch mal. Ist auch noch ein Platz frei und sein Gepäck ist wieder leer. Zu guter Letzt, nachdem wir die Belohnung bekommen haben, sollen wir weiterlesen auf Seite 12 mit armer Hund. Mal sehen, was jetzt passiert. Remy starrte auf den getöteten Javadan herab. Ich nehme nicht an, dass jemand eine Schaufel hat. Ich habe das Gefühl dass wir es begraben sollten. Sie konnte es nicht verhindern, dass ihre Flügel ein wenig herabhingen, egal wie sich der Rest ihrer Freunde über ihren Sieg freute. Nightingale erhob sich von dort, wo sie ihre Hände im dunklen Wasser abgewaschen hatte. Ich glaube nicht, dass man ein Grab in einem Steinboden graben kann. Das kann sein, sagte Remy. Ich wünschte, sie wären nicht so mörderisch. Sie ähneln Hunden so sehr, dass man erwartet, dass sie sich auch wie ein Hund verhalten sollten. Aber wir sind nicht mehr auf der Erde. Remy drehte sich um und ließ den Kadaver des Javadan zurück. Hast du Haustiere, Remy? fragte Sieg. Lass mich raten. Eine Katze, oder? Ja, woher wusstest du das? sagte Remy überrascht. Du siehst aus wie ein Katzenmensch. Ich wette, du hattest ein Dutzend, sagte Sieg, während er sie spielerisch in die Schulter stupste. Remy faltete ihre Arme und funkelte ihn böse an. Nur einer! Sie klachte und zündete sich eine Zigarette an liebe freunde von mir der an dieser stelle endet die story szene wir sollen jetzt noch weiterlesen mit der zweiten nacht doch ich würde sagen um jetzt nicht noch mehr von den inhalten vorwegzugreifen werde ich den regel tour an dieser stelle beenden allerdings sind wir noch nicht durch mit allen regeln es gibt noch ein paar wichtige aspekte welche jetzt hier in diesem playto aber nicht vorkamen weil sie erst viel später in der geschichte irgendwann auftauchen werden das heißt das nächste mal werden wir uns noch mit diesen speziellen Regeln beschäftigen. Da geht es zum Beispiel um Aufwerten von Gegenständen, um die Story Rounds, wenn wir in irgendwelchen Städten sind, bei den Händlern sind. Wir werden den Crawl-Modus noch genauer beleuchten. Und natürlich gibt es in diesem Spiel auch ein kleines Minispiel, was man hier und da mal spielen kann. Auch das möchte ich euch noch vorstellen. Ich hoffe natürlich, dass ihr das nächste Mal mit dabei seid, um noch die restlichen Regelaspekte von Medeira kennenzulernen. Mir hat es auf alle Fälle Spaß gemacht, diese ersten beiden Begegnungen zu spielen. Ich würde sagen, am Ende dieses, ich würde mal sagen, Tutorial, was ich danach jetzt noch bringen werde, werde ich noch ein kleines Mini-Fazit meinerseits äh, euch kundtun, wie ich das Spiel empfunden habe und was meine persönliche Meinung dazu ist. Bedenkt dabei, es spiegelt nur das wider, was ihr jetzt hier gesehen habt. Ich bin noch nicht tiefer in die Story eingetaucht, werde wahrscheinlich auch nicht die Gelegenheit dazu haben. Das ist sehr schade, weil es ein sehr schönes, aber auch sehr zeitintensives und komplexes Spiel ist. Aber okay, ich freue mich auf alle Fälle auf euch, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Wenn euch das Video und die Serie gefallen hat, so hinterlasst mir doch einfach einen Daumen nach oben. Empfehlt mich weiter, abonniert den Kanal, das hilft mir immer. Und dann wünsche ich euch alles Gute. Habt Spaß am Spiel, bis zum nächsten Mal. Euer Genu.